Es ist endlich offiziell. Assassin's Creed Mirage wird das nächste Assassin's Creed. Ubisoft selbst hat es bestätigt. Ja, alle Infos in diesem Video. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Es wird spannend. Liebe Leute, mein Name ist Ragnar. Hier dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo dauerhaft zu begrüßen. Und ja, wir gucken uns direkt mal das offizielle Artwork von Ubisoft an. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage, getwittert vom Assassin's Creed Account, ist das nächste Assassin's Creed. We can't wait to tell you more on September 10th um 9 p.m. Also 21 Uhr, 10. September, offizielles Reveal von Assassin's Creed Mirage. Die Leaks waren einfach zu dicht. Es war zu krass, was jetzt kam. Ubisoft hat sich gesagt, okay, jetzt können wir es auch einfach raushauen. Jetzt ist es eh alles gelaufen. Wir ziehen es jetzt dann doch mal durch. Und ich finde es absolut krass. Vor 2 Stunden noch ein Leak-Video hochgeladen, wo ich mich nicht getraut habe, dieses Artwork zu zeigen, weil, naja, Leute, die das Artwork gezeigt haben, teils dann weggestrikt wurden, vermutlich zumindest, ich weiß es nicht absolut. Jetzt hat Ubisoft gesagt, okay, wir gehen raus mit dieser Information an die Menschheit. Finde ich besonders krass, dass sie es jetzt schon, ja, 9 Tage früher gemacht haben als scheinbar geplant. Der liebe Hexenkind, der hat hier auf meinem Community-Discord uns die ganze Zeit schon mit Infos versorgt, ja. Da gibt es einiges nochmal. Assassin's Creed, das geleakte Artwork, das können wir uns auch gleich nochmal... Ah nee, das ist tatsächlich hier, ihr seht es, ich klicke drauf. Es ist tatsächlich weg. Es ist tatsächlich weggelöscht worden vom Copyright Holder, also Ubisoft. Also das ist tatsächlich der Fall gewesen. Hier gibt es noch eine größere Version, hier gibt es noch einmal ein Artwork. Ich habe es ja auf TikTok schon gezeigt. Ich finde es auf jeden Fall krass, was da wieder geleakt wurde. Es soll wahrscheinlich gehen um Basim. Ja, hier ist wirklich ein sehr guter Thread. Vielen Dank nochmal Hexenkind dafür. Die Waffe, die auf dem Artwork erkennbar ist, ist Basims Waffe. Die Robe aus Valhalla sehen wir hier nochmal im Vergleich. Und spannend wird es hier unten, denn tatsächlich haben wir hier einen Vergleich nochmal. Altair versus Basim. Ja, das ist Basim. Blau hier. Guckt mal auf den Gürtel. Mal genau hin. Und jetzt Altair. Aha. Das sieht sehr, 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 sehr identisch aus. Hier haben wir keine Wurfdolche zu finden. Wir haben hier links die versteckte Klinge, wie bei Altair. Wir haben einiges an Parallelen und ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr ursprüngliches Assassin's Creed. Und das sage ich mit einer gewissen Begeisterung, denn es deutet immer mehr natürlich auf das AC1 Remake hin, was ja auch schon geleakt wurde. Und es würde nur Sinn ergeben, wenn man eh die Artworks, die Assets recyceln kann. Und Ubisoft recycelt gerne und das ist meiner Meinung nach auch legitim, denn wenn man ein neues AC rausbringen kann und zeitgleich es ermöglicht, durch dieses neue AC ein AC1 Remake zu erstellen, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ein zeitgemäßes AC1 Remake, das wäre mal geil. Und ich vermute, dass das Ganze in einem Jahr dann rauskommt. Assassin's Creed Mirage. Das wird dann vermutlich ja, im Juni, im April oder im Mai 2023 erscheinen. Genaues wissen wir noch nicht, denn die Ubisoft Forward, auf der das angekündigt wird, die war natürlich noch nicht. Also ich bin gerade wirklich sehr euphorisch, ich freue mich riesig und es gibt viel zu verarbeiten, viel zu besprechen. Auch welche Geschichte vermutlich die Grundlage dafür ist, nämlich Ali Baba und die 40 Diebe. Das Ganze wurde ja auch schon in dem Artwork eben gezeigt und dementsprechend, im Artwork wurde es nicht gezeigt, es wurde nur auf Twitter in dem Leak gezeigt. Ja, dazu hier nochmal kurz der Hinweis, Assassin's Creed Mirage, The 40 Thieves Quest scheint wirklich irgendwie ein Add-on zu sein oder der Name des Ganzen dann doch. Assassin's Creed Mirage ist jetzt wirklich hier unten nur in diesem Artwork zu sehen gewesen, was man hier nochmal sieht. Und ich finde es lustig, weil ich habe mich für Orange als Schrift entschieden, als Schriftfarbe in meinen Leak-Videos und Ubisoft hat sich in den offiziellen Sachen auch dafür entschieden. Also ihr merkt, ich bin voller Vorfreude und all diese Vorfreude lässt mich gerade tatsächlich ein wenig von der Sachlichkeit abkommen. Sachlichkeit möchte ich euch gerne später bieten und zwar auf Twitch.
Ja, in meinem Stream twitch.tv/fragnat. Wir werden über Assassin's Creed Mirage, über das überraschende Reveal sprechen, über alles an Infos. Ihr könnt Input geben. Habt ihr noch Ideen? Über was könnte es gehen? Was sind eure Sorgen? Was sind eure Wünsche, eure Ängste? Wo habt ihr Bock drauf? Und darüber sprechen wir heute Abend um 20 Uhr im Livestream. Naja, das ist ja schon gleich, denn es ist gerade 19.20 Uhr in der Aufnahme. Also ein sehr, sehr krasser Donnerstag und ich kann kaum glauben, was hier gerade passiert. So viel um Assassin's Creed. Ich würde mich freuen, euch gleich im Livestream zu sehen und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Dabeisein und die Treue und alles. Ja. Herzlichen Dank und natürlich für die coole Gamescom. Da wollte ich eigentlich auch mit euch drüber sprechen, aber jetzt gibt es so viel Spannendes zu berichten. Meine Güte, in diesem Sinne, ich sag danke fürs Dabeisein. Genießt noch den Abend oder kommt jetzt, also vermutlich, ist, wenn ihr das Video guckt, ist der Stream schon live in den Stream. Bis dann, euer Kann. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute.